check that out. Schauen wir uns jetzt mal die DMX-Kanalbelegung vom American DJ Wevo Rave an. Er belegt 5 DMX-Kanäle. Mit dem ersten Kanal können wir den Mode wählen, in dem er arbeiten soll. Wir können da wählen zwischen Pattern, das heißt, man kann die LED-Muster einstellen. Wir können Chase einstellen, da spielt er die verschiedenen Chaser ab, die er einprogrammiert hat. Und was ganz toll ist, wir können ihn auf Sound Active via der Mix im ersten Kanal einstellen. Mit dem zweiten Kanal können wir dann die einzelnen Chaser oder Pattern einstellen. Je nachdem, wie wir den ersten Kanal eingestellt haben, können wir folgende Muster einstellen. Das erste ist das hier, das sind nur rote LEDs. Wir können diese grün, ich gehe jetzt einfach mal die ganzen Muster durch. Da kann man auch mal schauen, wie die LEDs angeordnet sind. Dieses Muster, finde ich, sieht übrigens sehr gut aus. Das waren jetzt die Muster, die man via DMX einstellen kann. Wie ich eben schon erwähnt habe, können wir auch den ersten Kanal auf Chase einstellen, und wenn ich jetzt ihn auf Chase stelle, dann sieht man schon, er geht verschiedene Chaser durch. Alle Chaser können wir über den dritten Kanal in der Geschwindigkeit einstellen, von langsam bis schnell. Ich mache jetzt mal so eine mittlere Geschwindigkeit. Und ich gehe jetzt einfach mal die einzelnen Chaser durch. Ganz toll ist, wenn man ihn auf ganz schnell einstellt, dann kommt so ein Sternenmuster. Das sieht dann schon ziemlich cool aus. Also er hat wirklich umfangreiche Chaser, die auch wirklich sehr schön sind. Bei diesem Chaser hier wechselt er jetzt immer so ein bisschen die Farben. Gucken wir uns mal den nächsten Chaser an.
Chaser sieht im Nebel sehr gut aus und den zeige ich euch auch später nochmal, wenn ich euch den Effekt so ein bisschen im Nebel zeige. So, und das ist jetzt der letzte Chaser. Das ist auch der Chaser, der sehr oft im Sound-to-Light-Mode angewendet wird. Und wenn man den sehr schnell macht, sieht er ziemlich gut aus. Okay, also, ich hatte ja gesagt, dass man die Geschwindigkeit bei Kanal 3 einstellen kann. Wenn ihr jetzt den Revo bei Kanal 1 auf Pattern eingestellt habt, dann könnt ihr mit dem Kanal 3 einen Strobe-Effekt machen. Von ganz langsam bis ganz schnell. Also der kann wirklich richtig schnell stroben. Das wie gesagt mit Kanal 3. Auf Kanal 4 haben wir einen Dimmer. Er heißt zumindest Dimmerkanal. Eigentlich ist es nur ein Shutterkanal. Denn wenn ich jetzt den Dimmerkanal, den sogenannten Dimmerkanal, runterziehe, dann sieht man, dass er irgendwann einfach ausgeht. Also ein sanftes Dimming ist mit dem Revo leider nicht möglich. Auf dem fünften und letzten Kanal haben wir was ganz Besonderes bei diesem Revo. Das ist der weltweit erste Matrix-Effekt, der das kann. Und deswegen ist dieses Gerät auch sehr interessant. Wir können nämlich die Matrix mit dem vierten Kanal rotieren. Das geht in verschiedenen Schritten. Beim ersten Schritt rotiert er sich 45 Grad. Das heißt, er geht 45 Grad nach links und wieder zurück. Es ist leider nicht möglich, eine kontinuierliche Drehung zu machen, aber im Nebel, wenn er immer wieder zurückgeht, sieht das richtig gut aus. Wir können das auch mit 90 Grad machen, mit 180 Grad, mit 270 Grad und auch mit 360 Grad. Und natürlich auch stoppen. Was jetzt auch wieder super gelöst ist von American DJ, ihr könnt jetzt den Effekt per DMX ansteuern. Und trotzdem sagen, ich hätte gerne, dass die Rotation ausschließlich vom Sound gesteuert wird. Aber dass der Clou daran ist, dass ihr trotzdem Chaser, Muster, Strobe-Effekt, alles einstellen könnt. Nur die Rotation ist per Sound. Ich hatte euch ja auch gesagt, dass man mit dem ersten Kanal ihn generell auf Sound Active einstellen könnt. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, dass ihr per DMX einen Sound Active Mode abruft, wo überhaupt keine Rotation drin ist. Und dann könnt ihr, wenn ihr das so macht, einfach die Rotation manuell per DMX einstellen. Man kann aber auch die Rotation soundgesteuert dazu machen. Wenn ihr jetzt den Sound-to-Light-Modus nicht per DMX einstellt, sondern am Display, dann ist das so, dass sich immer der Rotationseffekt, der ist immer dabei. Und per DMX kann man das wirklich super steuern und ja. Was ich jetzt ganz neu mache bei meinem Videotest, ist, dass ich am Ende so ein kleines Fazit mache, inwieweit ich das Produkt empfehlen kann. Was bei dem Revo auf jeden Fall von Vorteil ist, ist der Sound-to-Light-Mode. Er sieht im Sound-Modus wirklich sehr gut aus. Also ideal für DJs, einfach an die Traverse, an Stativ hängen, Strom rein und ihr habt einen super Effekt, der durch den 29 Grad großen Abstrahlwinkel sehr raumfüllend ist. Er nutzt natürlich die Vorteile der LED-Technologie, sprich lange Lebensdauer, kein Leuchtmittel auswechseln, keine Hitzeproduktion. Was ich auch ein großer Vorteil finde, dass man den
Soundmodus via DMX einstellen kann und auch ein wenig verändern kann. Was auch ein Vorteil ist, sind die zahlreich eingebauten Chaser. Langsam mal zu den Sachen, die mir jetzt bei dem Revo nicht so gut gefallen haben. Was mir jetzt nicht so gefallen hat, war der Dimmer, weil er nicht richtig so dimmt, sondern eigentlich mehr ein Shutter-Kanal ist. Ein wenig schade finde, muss ich sagen, ist, dass er im Sound-to-Light-Modus mehr Chaser abrufen kann, als man jetzt via DMX einstellen kann. Man muss es natürlich so sehen, der Revo ist nicht konzipiert worden, um jetzt in eine professionelle Lichtshow eingebaut zu werden. Der Revo, das ist so ein Effekt, den hängt sich ein DJ hin und ist glücklich. Was man als Minus sehen könnte, was ich nicht als Minus sehe, ich sag's jetzt nur mal so, für die, wo sich unter der Rotation was anderes vorgestellt haben, ist diese Gobo-Rotation-Shake-Funktion sicherlich nicht so toll, aber ich kann euch garantieren, sie sieht super in Nebel aus. So, jetzt natürlich, inwieweit kann ich den Revo empfehlen? Ich empfehle den Revo auf jeden Fall allen mobilen Discjockeys. Das ist das ideale Gerät für DJs und deswegen empfehle ich den Revo zu 96%. Warum ziehe ich 4% ab? Das hängt zum einen damit zusammen, dass die Rotation nicht stufenlos geht, also nicht kontinuierlich, und ich ziehe etwas ab, weil man doch im DMX nicht alle Funktionen so steuern kann, wie er im Sound-to-Light-Modus hat. Aber es ist wirklich ein toller Effekt, den ich absolut empfehlen kann. Und im Nebel ist das wirklich ein Traum. Also die Projektion ist jetzt ja eine LED-Matrix halt, aber im Nebel, da blüht der richtig auf und wirklich ein super Effekt und ich hoffe, ihr seht das auch so. Ich fände es schön, wenn einige von euch den vielleicht doch haben, mal eine Videoantwort zu posten, wie ihr den Revo findet. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, den Revo so ein bisschen pro-contra zu bewerten und ich hoffe, es hat euch gefallen und das war's von mir. Ich sage jetzt Practice and enjoy. Ich füge jetzt noch ein paar Bilder an, wo ich den einfach mal im Sound-to-Light-Modus angemacht habe. Ein bisschen was per DMX eingestellt, so mit Nebel, so eine kleine Lightshow, die, finde ich, sehr gut geworden ist. Und da sieht er einfach super aus.